Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Angela Merkel hat heute einen wirklich langen Tag. Sie ist nämlich gleich doppelt gefordert. Zunächst bei ihrer wichtigen Rede auf dem Weltklimagipfel in Bonn, der heute in die entscheidende Phase geht. Und dann wieder mal am Verhandlungstisch hier in Berlin bei der Schlussrunde der Sondierungsgespräche. Sebastian Plantholt. Der älteste Diktator der Welt sitzt seit heute in Hausarrest. Robert Mugabe regierte ja jahrzehntelang das ostafrikanische Simbabwe. Seit Wochen eskalierte der Streit darüber, wer das Land weiterführen soll. Nun greift offenbar das Militär mit Gewalt nach der Macht. Mehr von Nadine Mierdorf. Und schlafen Sie auch öfter mal schlecht? Jeder vierte Erwachsene hier in Deutschland schläft weniger als 6 Stunden pro Nacht. Das ist das Ergebnis einer Studie der Techniker Krankenkasse. Zudem können viele von einer guten und erholsamen Nachtruhe nur träumen. Was Sie also tun können, um die Situation zu verbessern, weiß Felicia Pochhammer. In Süddeutschland staunten viele gestern Abend nicht schlecht, als ein unbekanntes Flugobjekt über den Himmel zog. Ja, und das war's von uns für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss.